Ja, willkommen zu später Stunde noch. Mein Name ist Philipp Müller, komme von der Firma CSC, beschäftige mich mit den Themen, mit denen wir heute immer wieder zu tun hatten. Also Open Government war eins der Worte, die gefallen sind, ganz am Vormittag schon von Herrn Mittheis. Government 2.0 und all diesen Themen seit knapp 10 Jahren und möchte eigentlich ein ganz einfaches Argument machen, an dem wir dann sehen werden, dass das Ganze doch ein bisschen komplizierter ist. Insofern fangen wir einfach mal an. Das Argument wird ein Argument in 10 Schritten sein. Also so, was ich sage ist, es ist an der Zeit, dass Entscheider, und Entscheider sind hier jetzt nicht nur die IT-Entscheider, aber Entscheider die Handlungshoheit in ihren Organisationen, in der Verwaltung zurückgewinnen, dass wir uns ernsthafter, als wir es bis jetzt tun, mit den Potenzialen, aber auch mit den Risiken digitaler Netzwerktechnologien auseinandersetzen. Und dass wir etwas brauchen, was weitergeht als das Open Government, wie wir es im Moment kennen. Und das, worum es da geht, ist etwas, was ich hier in Wien eigentlich nicht anders bezeichnen kann als offene Staatskunst. So. Und das in 10 Argumenten. Das erste Argument ist, was sind denn die Gründe, dass wir plötzlich anfangen müssen, uns mit Themen wie Offenheit auseinanderzusetzen? Die kennen die Transparenzdiskussion des letzten Jahres und auch der letzten Tage. Und in Wirklichkeit sind da natürlich ganz viele Dinge, die zusammenkommen. Es sind Dinge in IT. Also dass wir jetzt von Big Data reden, dass wir von Cloud reden, dass wir von Virtualisierung reden, dass wir von Apps reden, dass wir von Bring Your Own Devices reden. Es sind Trends in, wie wir Politik und Verwaltung machen. Es sind die Probleme unserer Budgets, unserer Haushalte. Es sind die Fragen, wie man Geodaten einsetzen kann. Es sind die Fragen, wie wir über föderale Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Es sind die Fragen nach Cyber Security, es sind die Fragen von E-Government, die wir heute gestellt haben. Natürlich auch Trends im Bereich von Verteidigung. Und es kommt alles zusammen, es kommt auf uns zu und jedes Einzelne sieht wahnsinnig spannend aus. Das Ganze hängt natürlich auch irgendwie zusammen. Und dieses irgendwie zusammen müssen wir uns erarbeiten, sodass wir damit umgehen können. Also erster Punkt ist, es gibt diese Trends, sie sind ernstzunehmend. Sind geclustert, so wie wir als CSC das sehen. Also wir sagen, es gibt Megatrends, die so wichtig sind, dass sich nicht nur die IT damit auseinandersetzen kann und dass wir lernen müssen, ganz anders zwischen Wirtschaft und Staat zusammenzuarbeiten. Dass wir wahrscheinlich auch ganz neue Modelle brauchen und dass diese Trends, geclustert, uns in allen Industrien betreffen, ob das jetzt im Staat ist oder in Unternehmen. Das heißt, wir müssen alle auch gemeinsam miteinander lernen. Ob das jetzt im Infrastrukturbereich ist, bei Energie und Smart Grids und dezentraler Energieversorgung, Wasser und so weiter. Ob das in den Bankenbereichen ist, ob das in der Produktion ist oder ob das eben im BMI in Wien ist. Was wir hinkriegen müssen, und das ist auch ja ein Teil der Diskussion des heutigen Tages gewesen, ist diese Balance zwischen Hype und Wirklichkeit. Es ist ganz viel davon, was wir jetzt gerade hochhypen und sagen, das ist das Größte, das Neueste, was wir erfunden haben. Und am Ende, wenn wir dann ganz ehrlich anschauen, inwiefern beeinflusst es das Leben unserer Bürger, der Wirtschaft in der Form, dass wir sie richtig messen können im Sinne von 5% des Bruttosozialproduktes oder mehr. Sind es dann doch kleinere Beispiele noch. Wir retten uns dann damit immer, dass wir sagen, naja, das sind Piloten oder das ist daran, kann man die Logik des Ganzen sehen. Und trotzdem, wenn man, ich weiß nicht, Sie kennen sicher alle das Gackerl-Sackerl, diese App der Stadt Wien, das ist natürlich, das ist zu managen, wie man da kommuniziert, dass man damit nicht irgendwie mit den Hype nicht in irgendeiner Form produziert, sodass die Leute dann sagen, das ist Hammer, alles schon früher nannten wir es Statistik, dann nannten wir es Business Intelligence, jetzt nennen wir es Big Data. Und wir verlieren den Blick dafür, wie transformativ und wie radikal eigentlich doch diese Veränderung ist.
mit der wir zu tun haben. Das heißt, wir als Business Owner oder wir als Sektionschefebene müssen fähig sein, diese Balance hinzukriegen. Und das ist nicht einfach, weil wir natürlich oft auch begeistert sind von etwas, von einer von diesen neuen Technologien. Und das hinzukriegen, sodass dass wir die Transformation, die wir wahrscheinlich gerade tatsächlich durchmachen, dass wir die sauber managen über die nächsten 30, 40, 50 Jahre, das ist die große Herausforderung. Das heißt, wenn wir da mal einen Drill down machen auf, was ist eigentlich das, was sich wirklich verändert? Also was ist das, was so anders ist, dass man in 400 oder 500 Jahren noch davon reden wird, von der Zeit am Anfang des 21. Jahrhunderts, als in Wien die Weichen gestellt worden sind, für eine Welt, die radikal anders war, die Menschheit anders bearbeitet hat, dann müssen wir ja natürlich fragen, was ist die Situationslogik oder was ist die Logik, wie dort anders eben organisiert wird, wie sich Strategie verändert, wie sich Führung verändert, wie sich Organisation verändert. Und wenn wir das begriffen haben, dann können wir wahrscheinlich auch viel besser Hype und Wirklichkeit in Einklang bringen. Und im Prinzip ist es ja ganz einfach, es sind eigentlich zwei Dinge nur. Das eine ist die Digitalisierung. Und Digitalisierung heißt im Prinzip, zu Ende gedacht, dass jedes einzelne Atom auf diesem Planet eine IP-Adresse bekommt. Das heißt, jedes einzelne Atom digital manipulierbar wird. Das Ganze, wir kennen das ja schon von Produkten wie dem iPhone, wo hinten drauf steht, Designed by Apple in California und Assembled in China. Was es gleichbedeutend ist mit in der Wertschöpfung, die Wertschöpfung von dem iPhone findet hauptsächlich in Kalifornien statt, findet digital statt. Das heißt, obwohl es hier ein Produkt, also sich um ein Produkt handelt, wird das die Wertschöpfung, die fließt digital. Und ganz genauso geht es natürlich um alles, was wir machen, ob es der öffentliche Nahverkehr ist. Zwischen der Großteil der Wertschöpfung findet auf den Systemen statt, die das System managen, die Flüsse managen. Das heißt, wie wir Atome auf diesem Planeten bewegen, ist eine Frage des Digitalen. Und das hinzukriegen und diese Vernetzung hinzukriegen, also ich weiß nicht, ob Sie von diesem neuen Buch von Eric Schmidt, dem Ex-CEO von Google, gehört haben, was gerade irgendwie The Digital New Age oder so ähnlich heißt, das Era, schon gehört haben, kam gerade raus. Das imaginiert eine solche Welt. Eine solche Welt, in der die Integration von allen möglichen Prozessen unseres Lebens, also des Toasters bis hin zu wie Staaten zusammenarbeiten, das die größte Frage ist. Das heißt, Systemintegration wird in unserer Welt zur politischen Philosophie. Und das hinzukriegen, ja, das ist die große Herausforderung, die wir als Leute, die für Organisationen, für Prozesse zuständig sind, hinbringen müssen. Und wo wir diese Schnittstellen auch zwischen Wirtschaft und zwischen Staat ganz neu denken und neu imaginieren und neu gestalten müssen, sodass wir da anders hinkommen. Also das heißt, der eine Punkt ist die Digitalisierung, der zweite Punkt ist diese Vernetzung. Die Vernetzung, die Möglichkeit, über Raum und Zeit zusammenzuarbeiten. Und das Ganze führt zu etwas, zu einer ganz einfachen, logischen Veränderung. Wir gehen weg von Systemen, die durch 1:N strukturiert sind. Also Systeme wie das Fernsehen, das Radio, die Zeitungen, wo es einen Sender gibt, der an viele Leute senden kann. Das ist das, was wir im 20. Jahrhundert die Massengesellschaft genannt haben. Und wir gehen hin zu einer Gesellschaft, wo End-to-End organisiert werden kann. Das heißt, wir müssen lernen, wie wir zusammen, gemeinsam Dinge organisieren. Und das braucht eine andere Form der Strategie, es braucht eine andere Form der Organisationstheorie. Und es braucht eine andere Form von Führung. Und das hinzukriegen, ist in großen Projekten, ist schwierig, ist nicht einfach. Kommen Dinge rein wie Big Data, wie Cloud, wie Social Media, wie Internet der Dinge, wie Advanced Persistent Threats, also die dunkle Seite der Macht, die Cybersecurity-Fragestellung. Den Menschen, den Sie da auf dem Slide sehen, haben Sie sicher erkannt, es war der erste Blogger unserer Geschichte, nämlich Martin Luther, der auf der Kirchentür zu Wittenberg seine 95 Thesen
postete, wie man heutzutage sagt. Und dieses Posting wurde durch das Internet seiner Zeit, nämlich den Buchdruck, innerhalb von 2 Jahren mehr hunderttausendfach verbreitet und hat dazu geführt, dass Europa damals in eine Governance-Krise kam, die dauerte bis 1648, also knappe 130 Jahre, in denen Organisationen in Europa in Unruhe war. Und diese Art von Veränderung, wie wir sie damals erlebt haben mit dem Buchdruck, die erleben wir jetzt wieder mit einem Medium, dem Internet. Fünftes Argument, Strategie. Wenn das die Struktur war, in die wir jetzt als Strategen reingeworfen sind, müssen wir uns ja fragen, was heißt es für unsere Strategie? Wie verändert sich unsere Strategie? Wie können wir jetzt anders denken? Wie können wir anders führen? Wie können wir anders managen? Und da ist das Schlüsselwort Offenheit als Mittel und nicht als Zweck. Das heißt, wir müssen rausfinden, technisch gesprochen, wie wir Schnittstellen zu unterschiedlichen Systemen designen und strukturieren und schreiben, die uns erlauben, Daten, Menschen, Prozesse aneinander zu flanschen in der Form, sodass eben es nicht passiert, dass wir dem Unternehmer bitten, auch noch den Grundbuchauszug mitzuschicken, sondern dass das automatisch im Hintergrund und elegant abläuft. Das heißt, diese Art von Offenheit, Schnittstellen darzuschreiben, wo sie sinnvoll eingesetzt werden können, ist die große Herausforderung. Wir sehen das, ich habe hier mal mit dem Begriff OpenX einige von diesen Ideen, die als Ideen da draußen sind, aufgeschrieben, wo man sieht, wie groß das Potenzial ist. Ob das jetzt im Bereich Open Innovations ist, wo inzwischen Procter & Gamble ganz großen Teil seiner Forschung und Entwicklung outsourced an irgendwelche Leute da draußen, indem sie nur noch Fragen stellen und die Beantwortung dieser Fragen, wie macht man ein solches Waschmittel oder sowas, diese Beantwortung dann bezahlen. Oder ob das in etwas ist wie im Bereich Open Source, wo wir inzwischen diese Open Source Communities haben, die eben, weiß ich, alles von Linux bis Apache bis sonst irgendwas bereitstellen. Das heißt, diese Idee, wie strukturiert man Offenheit, sodass nicht alles offen ist, weil dann ist es nicht mehr dicht, sondern wie strukturiert man Offenheit, damit man das, was wir bis jetzt alleine und selber gemacht haben, gemeinsam erreichen kann. Das heißt, als Leute, die verantwortlich sind und in Positionen Verantwortung sind, müssen wir uns fragen, wie können wir das machen? Wie können wir steuernd eingreifen? Wie gehen wir mit den Risiken um? Wie behandeln wir die Potenziale? Und wie implementieren wir das? Und natürlich, in wen anderes kann man da zitieren als unseren Freund Metternich, der eben hier sozusagen, wenn er heute leben würde, sagen würde, wir brauchen eine offene Staatskunst. Eine Staatskunst, die die Offenheit nutzt, um das zu erreichen, was zu erreichen ist. Das heißt, wie gehen wir da vor? Das Erste, was wir mal machen müssen, ist ein Risikomanagement. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen in Ihren Organisationen sich noch nicht mit den Risiken, mit erstaunlichen Risiken, die in letzter Zeit durch diese offene Gesellschaft, also durch diese neuen Technologien, auseinandergesetzt. Ich habe hier jetzt mal 3 Beispiele rausgezogen. Wir nennen das nicht Bring Your Own Device, BYOD, sondern wir nennen das Bring Your Own Technology. Weil inzwischen bringen unsere Mitarbeiter nicht nur ihre Devices, das heißt ihre Smartphones, sondern sie bringen auch ihre Technologien, sie bringen Storage. In den meisten Unternehmen wird Dropbox inzwischen eingesetzt von Mitarbeitern für Projekte, weil es einfach so viel einfacher ist, um Dokumente zu teilen. Es ist natürlich so, dass die dann plötzlich auf nicht österreichisch souveränem Territorium liegen und man nicht genau weiß, was dann auch abfließt und wie. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung in sehr vielen Behörden und auch in Unternehmen erzählen, das ist gang und gäbe und ich habe noch kein Unternehmen und keine Behörde gefunden, die es vollständig geschafft hat, sich vor
dem Dropbox-Virus zu schützen. Es ist aber nicht nur eben Storage, es ist auch Bring Your Own Application. Es werden eben Software as a Service in irgendeiner Form eingesetzt, ob das jetzt mit Doodle ist und der Terminausmachung oder ob das Webmail ist oder sonst irgendwas. Das kriegt man gar nicht im Griff so einfach. Und die meisten Organisationen haben immer noch keine perfekte Policy, um damit auch umzugehen. Das heißt, wir fliegen da ganz schön blind. Gleiche ist bei Social Media. Wir haben jetzt inzwischen ist der Wert der meisten unserer Unternehmen und auch der Wert von staatlichen Organisationen in dem Image, das wir haben. Social Media gibt plötzlich Einzelpersonen ganz viel Macht über unsere Images und oft wird das nicht mal gemonitort. Oft haben wir keine Policy, die sowohl den Mitarbeiter schützt, als auch die Institution vor dem Mitarbeiter schützt, als auch wir haben keinen Kanal, wo wir miteinander interagieren. Das ist etwas, was man einfach in Workshops erarbeiten muss und auf was Festes stellen muss. Das Dritte sind natürlich die Cybersecurity-Bedrohungen, mit denen wir heutzutage bedroht sind. Da hat sich massiv was geändert in den letzten 3 Jahren. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, inzwischen ist jede Organisation und jedes Rechenzentrum auf diesem Planeten erstaunlich im Angriff. Und wenn man mal wirklich genau schaut, wie viel Trojaner dann doch durch diese Welt schwirren, dann kann einem Angst und Bange werden. Unter Umständen muss man da die Strategien, mit denen man umgeht, einfach nochmal auf eine andere Basis setzen. Das ist auch etwas, was man strategisch angehen muss. Das heißt, das Risikomanagement ist etwas, was man machen muss, egal ob man an Open Government glaubt oder nicht, weil es da ist. Es ist ein Teil, es ist der dunkle Teil, aber es ist etwas, wo wir im Moment noch einfach die Augen zumachen, weil es uns so schwierig ist. Das Zweite ist, wie kann man sich die Potenziale anschauen? Und ganz vereinfacht gesagt, gibt es da 2 Frameworks, die uns ganz helfen in der Verwaltung, weil es gibt da jede Menge Potenziale. Open Data ist nicht alles. Open Data ist nicht alles, was wir machen können, weil die Idee, dass man Daten freistellt und dann schaut, was passiert, ist toll, ist fantastisch. Und es kann ja sein, dass wir nochmal einen solchen Datensatz finden wie damals Ronald Reagan, als er 81 gesagt hat, dieses GPS-System, was ihr da gerade entwickelt, macht es frei für die ganze Welt und wir schauen, was passiert. Ja? Und am Ende ist tatsächlich, also 25 Milliarden Dollar Invest kostet 1 Milliarde im Jahr, hat ein direktes Ökosystem von 100 Milliarden Dollar im Jahr generiert im Jahr 2005, plus inzwischen Abstrahleffekte von unserer gesamten Weltwirtschaft wäre nicht möglich, wenn wir nicht sowas wie GPS hätten. Ja? Also das ist das Paradebeispiel von, warum jeder Open Data machen sollte. Ja, aber die Frage ist, sind andere Datensätze auch so wertvoll? Und ist Open Data alles, was wir offen sollen? Gibt es Dinge, die wir nach innen öffnen sollen, Dinge, die wir nur nach außen öffnen und so weiter? Da gibt es 2 Frameworks, die wir intern viel gerne benutzen, um abzufragen. Und die eine ist für diejenigen in der Verwaltung, die zuständig sind für politische Entscheidungsprozesse. Da nehmen wir den ganz einfachen Politikzyklus. Da sagen wir, was passiert denn auf der Entscheidungsseite? Da werden eben Themen auf die Agenda gebracht, wir nennen es Initiierung, dann werden sie gesetzlich oder als Direktive oder sonst was formuliert, nennen wir Formulierung, dann werden sie implementiert und evaluiert. Und in diesen Phasen setzen wir uns dann zusammen mit den Kunden in Workshops und schauen die durch und sagen so, wo, in welcher Phase könntet ihr was für eine Schnittstelle zum Bürger, zur Wirtschaft, zu Experten machen, damit ihr euren Prozess verbessert. Und wenn man das so systematisch durchgeht, da findet man erstaunliche Dinge, sowohl nach innen, also innerhalb einer Stadtverwaltung, als auch nach außen zu eben diesen anderen Akteuren. Aber es ist auch wieder nicht alles, dass man auf das, was Staat macht, schaut als Politik. Das Zweite ist natürlich, Staat ist auch in produziert, in Services und hauptsächlich Dienstleistungen. Und auch da, dann nimmt man eben ein anderes Framework, egal wie man das strukturiert. Man schaut sich seine Geschäftsprozesse an, von Inputs bis Wirkung. Ich habe es hier jetzt mal ganz einfach strukturiert. Und die Frage ist, wo in den Geschäftsprozessen, in denen ich zuständig bin, könnte man vielleicht offene Schnittstellen zu Experten, zu Bürgern, zu anderen Teilen der Verwaltung
gestalten, um erfolgreich gemeinsam besser daran zu arbeiten. Und das ist auch wieder ganz klassische Arbeit, die man einfach, da geht es einfach durchgehen, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und da kommt oft ganz Erstaunliches raus. Der Punkt ist, es reicht aber nicht, wenn man da gute Ideen hat, und es reicht nicht, wenn man das als strategisches Projekt einmal macht. Am Ende sind es brutale und große Veränderungsprozesse. Das heißt, das Thema Change Management ist da in Wirklichkeit eins der wichtigsten. Wir selber unterscheiden da einfach zwischen drei Phasen. Wir nennen die erste Phase Shape, die zweite Transform und die dritte Manage. Wenn es um große Applikationslandschaften geht, dann sagen wir, lasst uns gemeinsam erstmal erarbeiten, wo ihr steht, welche der Prozesse man zum Beispiel eben öffnen könnte oder modernisieren könnte oder wie auch immer. Dann geht es in eine Transformationsphase, und am Ende ist die Frage, will man einen Teil outsourcen oder nicht selber machen, und all diese, das ist dann die Manage-Phase des Ganzen. Der Takeaway von meiner Seite und für hier ist eben, es reicht nicht, dass man Open Government als Medienevent macht. Das Thema in Medien verkauft sich sehr gut zurzeit. Wien beispielsweise als Stadt ist absolut führend weltweit, muss man ganz klar sagen. Also so wie Österreich in Europa führend in E-Government ist, so ist Wien führend weltweit in Open Government. Nur wenn man sagt, das ist mehr als etwas, wo es um Daten freigelegen wird, wenn man sagt, es ist etwas, wo es darum geht, die gesamten Prozesse, die wir haben, neu zu denken, dann sind es auch größere Projekte, als wir sie bis jetzt machen. Dann muss man in Kategorien wie denken der großen Change-Management-Projekte. Dann muss man ein solches Projekt auch ansetzen für 3, 5, 8 Jahre. So, das war's. 10 Punkte zur offenen Staatskunst. Also im Prinzip, es betrifft uns alle, ob wir in Wirtschaft sind, ob wir in der Verwaltung sind. Es geht auf der Logikseite um was ganz Einfaches, um diese Idee, wie setzen wir Offenheit als Mittel, nicht als Zweck ein. Es ist brutal harte Arbeit für diejenigen, die Führung hier übernehmen wollen. Wir müssen mutige Koalitionen eingehen, das Ding sauber implementieren. Wir müssen zwischen Hype und Wirklichkeit ganz gut ausbauen. Natürlich müssen wir Hypes ausnutzen und Themen medial platzieren und dann aber trotzdem sauber implementieren. Und das Ganze geht nur, wenn man über mittelfristige Zeithorizonte schaut. In diesem Sinne, Dankeschön. Als CSC stehen wir natürlich für alles bereit, als Sparing-Partner und so weiter. Und ich wäre damit fertig.